Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 meines FitBees der Authentic Let's Plays. In der letzten Aufnahme haben wir uns diese wunderbare Pick gecraftet und diese wunderschöne Smart Ray gebaut und haben uns außerdem halt schon mal die ersten Pylos geholt und diese Pick gecraftet, was ich schon gesagt habe. Egal. Als nächstes möchte ich gerne, eigentlich gerne diese Folge mal sehen, ob ich es schaffe, in den Nether. Aber zuerst einmal möchte ich natürlich eine Rüstung haben. Denn ohne Rüstung geht man nicht in den Nether, das ist klar. Also habe ich mir ein bisschen Zeug zusammengesucht. Und zwar hätte ich gerne eine Travel-Rüstung. Eine Travelers-Rüstung sozusagen. Also Travelers-Rüstung. Die ist ziemlich praktisch. Vor allem der Belt ist ziemlich praktisch und auch die Gloves. Erst einmal aber die Goggles. Na, die müssen wir jetzt natürlich erstmal, ich habe das ganze Zeug hier schon vorbereitet. Wir craften uns die Goggles, die können zoomen und haben außerdem eine zweite Sache, die wir noch haben können. Dann haben wir die Traveler's Vest, die craftet ihr so. Dann haben wir die Traveler's Wings, die craftet ihr so. Habe ich die jetzt gar nicht, habe ich das Zeug gar nicht? Warum habe ich nur eine Aluminum Brass? Ach, nee, habe ich gar kein Gold? Hätte ich hier die Gold genommen. Ich sag nicht, ich habe kein Gold. Das ist... Unlogisch, ich dachte, ich hätte Gold. Ah, das habe ich dafür benutzt. Mist. Muss nochmal Gold besorgen. Jeweils als nächstes nochmal die. Da brauchen noch zwei Strings. Zack. Haben wir Traveler's Boots. Traveler's Glove. Ist auch nicht wirklich schwer. Oder Gloves. Und jetzt noch das Ding hier. Da brauchen wir noch eine Kiste. Ich dachte, ich hätte noch eine Kiste gehabt. Egal. Kiste. Machen wir uns auch noch den Belt und dafür haben wir jetzt kein Aluminium mehr. Toll. Also muss ich noch doch ein bisschen besorgen. Ich dachte, ich hätte alles, was ich brauche. Was ich aber außerdem noch gerne hätte, ist einen Knapsack. Das Ding hier. Knapsack. Und den können wir uns auch so craften. Jetzt haben wir gar kein Leder mehr. Gut. Da muss ich noch mal ganz kurz ein bisschen Zeug holen gehen. Aber immerhin, wir haben schon Traveler's Boots, Traveler's Vest und Traveler's Goggles. Jetzt fehlt dann noch der, die Flügel und dann sind wir soweit sogar gar nicht so schlecht. Ich bin also gleich wieder da, wenn ich noch den Rest besorgt habe, den wir schon mal brauchen. Bis gleich. Und übrigens, wenn ihr mal einen Greatwood-Baum findet, so wie den hier, an dem Spinnenweben dran sind, dann solltet ihr nach Spawnern Ausschau halten, die unter seinem Stamm meistens sind. Also meistens sind die unter seinem Stamm, in dem Fall jetzt anscheinend nicht. Bauen wir doch einfach mal das Ding hier ab und hauen die Spinne tot, die hier rumläuft. Und schnell weg hier, bevor wir noch vergiftet werden. Noch wieder vergiftet werden, müssen wir tot gehauen, wenn wir schon vergiftet sind und deswegen nur noch so schwach. Yay. Aber dadurch bekommen wir halt ab und zu auch mal ganz geile Sachen. Wenn man halt mal das runterguckt und dann den Dungeon sich da holt. Und was haben wir bekommen? Eine Menge Zeug. Und Sonic Glass, die sind lustig. Sie lassen euch zwar unglaublich schlecht sehen, was normal so hier ist, aber dafür könnt ihr sowas hier sehen. Ihr könnt Sounds sehen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sehen, wenn jemand hier langläuft oder sonstige Sachen. Super tolle Sache, wenn man ein bisschen, ja, rumgucken will. Zum Beispiel bei Spielern. Wenn ihr Spieler nachspionieren wollt, dann ist es praktisch, wenn die Leute Unsichtbarkeit haben. Schritte machen sie nämlich trotzdem noch. Und ich suche gerade Kühe. Hab gerade mal 10 Leder, reicht längst nicht. Was ich machen will. Also, bis gleich. Und wenn ihr die hier findet, Essenceberry Bushes, mitnehmen. Die sind super selten und sie geben euch Experience. Und sie brauchen außerdem nicht in der Dunkelheit stehen und geht es zu den anderen. Die brauchen nicht in der Dunkelheit stehen, die könnt ihr einfach hinsetzen. Und da habe ich endlich das gefunden, was ich wollte. Gold. Und zwar in Massen, man findet so viel Gold. Die Origin von Dauchtel, die ist so nett. So übertrieben. Ja, ich weiß, es ist angeblich ein Kingslime, das habe ich noch nicht immer nicht gefunden. Also jedenfalls, Essenceberry Bushes mitnehmen, wenn ihr sie kriegen könnt. Daraus kann man die besten XP-Farmen überhaupt bauen. Und wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was davon nutzen. Naja, mal sehen. Ja, ich bin gleich wieder da, wenn ich wieder oben bin. Und das Zeug geschmolzen habe und so. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder und es sollte so gut wie alles fertig sein. Das Gold müsste gleich kommen und ja. Also mal sehen, können wir jetzt endlich diesen Rucksack hier machen. Das ist ein Knapsack, sehr schön. Den haben wir jetzt auch schon mal. Dann nehmen wir das auch nochmal alles raus.
Alles, was wir noch brauchen, ist die Flügel, dafür brauchen wir Gold und das haben wir jetzt gerade bekommen. Koche ich gerade ja auf. Sehr schöne Sache. Das heißt, wir sollten jetzt auch von den Travelers Zeug. Travelers. Sollten wir jetzt noch die Travelers Wings herstellen können. Sehr schön mit Bronze und Gold und einer Enderperle haben wir dann noch die Wings. Jetzt fehlt noch der Belt. Da brauchen wir dann noch zwei. Nicht das Eisen, sondern zwei Aluminium. Und damit sollten wir dann auch alles haben. Gut, das wäre dann also alles. Schwupps. Und wenn ich bitte klick drücke, haben wir direkt unsere Rüstung angezogen. Traveler's Boots, Traveler's Wings, Traveler's Vest und Traveler's Goggles. Dann, als nächstes möchte ich gerne noch eine Sache machen. Und zwar hätte ich gerne 2x3 Sticks und ein bisschen Leather. Und ich glaube, das war es nicht, sondern es war so rum. Und deswegen passt das Leder auch gerade so. Nicht. Toll. Also muss ich noch eine Kuh töten. Aber wir machen uns nochmal davon gleich einen zweiten. Bis gleich. So, und jetzt noch den zweiten Flügel. Die beiden Flügel zusammen. Und wir haben noch eine letzte Sache. Ein Hangglider. Dann, was ich jetzt auf jeden Fall machen möchte, ist, ich hätte gerne Moss. Und zwar 9 Moosstein. Zum Glück habe ich diesen elenden Spawner gefunden. Und das 4-mal. Zack. Damit haben wir 4 Balls of Moss. Was wir jetzt mit denen machen, ist, wir schmeißen jeweils unsere Rüstung und dann einen Ball of Moss rein und bekommen Traveler's Goggles, beziehungsweise Traveler's Vest, beziehungsweise Traveler's Wings, beziehungsweise Traveler's Boots, die Moss Upgrade haben. Und der Vorteil am Moss Upgrade ist folgender. Ihr habt Auto Repair. Das heißt, ihr solltet sehen, wie die Durability langsam nach oben geht. 1033, wenn ich jetzt mal gleich wieder gucke, 1034. Was noch geiler ist, ist, wenn ihr in der Sonne steht, geht das Ganze noch schneller. Ihr seht, ruckzuck, alles wieder heil. Komplett wieder heil. Und meine Freze, 1035 Durability. Ich wusste gar nicht, dass sie so unglaublich viel haben. Dafür, dass sie nur aus Leder gemacht sind, hat die ganz schön viel Durability. Ich meine, sie bringt nicht viel Protection. Die hat jetzt, ihr seht, die hat 6, 4, also 10, 20, 28 Protection. 28% Protection. Also ich glaube, bestimmt nicht besser als Lederrüstung. Aber sie hat 1035 Durability, was echt übertrieben ist, wenn man bedenkt, dass sie auch noch Auto Repair hat. Dann legen wir uns noch weiteres an. Und zwar könnt ihr hier dieses Inventar öffnen, könnt dort auch noch euer Knapsack reinpacken, eure Traveler's Bait und euren Traveler's Glove. Die Traveler's Gloves bringen am Anfang überhaupt nichts. Die müsst ihr erst upgraden, bis sie was bringen. Der Traveler's Belt hingegen ist episch. Einfach nur episch. Und zwar könnt ihr mit B standardmäßig euren Gürtel, eure Hotbar wechseln. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, hey, ich hätte gerne zwei verschiedene Sets. Ich hätte gerne einmal Standard-Set mit dem Steel Sword, Ruby Pick, Paradox, Sapphire und Steak und Fackeln. Und das zweite Mal hätte ich gerne mein Ender und meine Alchemite Pick. So. Und dann vielleicht nochmal die Kartoffeln hier im Slot, aber das kommt später. Dann wieder V und ihr könnt wieder zwischen euren Gürteln wechseln. Heißt, ihr könnt jetzt einfach hier zwei Ausrüstungen im selben Slot haben. Nicht nur, dass ihr mehr Inventarplatz habt, eine Reihe, sondern ihr könnt auch noch direkt eure Hotbar wechseln. Nehmen wir mal an, ihr habt More Creatures installiert und habt Werwölfe. Oder ihr habt sonst oder ihr habt zwei verschiedene enchantete Schwerter, also halt verzauberte Schwerter, beziehungsweise zwei verschiedene spezielle Schwerter. Das heißt eins, keine Ahnung, eins zum Töten von Zombies direkt und eins zum Töten von allem anderen. Dann könnt ihr einfach mit V, wenn ihr einen Zombie seht, euer Schwert wechseln, raufschlagen und wieder V wechseln. Das habe ich zum Beispiel mit dem Ender. Der Ender hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ihr Köpfe und Enderperlen bekommt. So als Ansage, ich habe vier Endermen getötet und habe 4 Enderperlen bekommen. Also jeder Enderman hat eine Enderperle gedroppt. Es ist keine 100% Wahrscheinlichkeit, aber es ist eindeutig eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr Enderperl-Drops bekommt, wenn ihr den Ender benutzt. Also, deswegen Enderman, wenn wir schon einen Ender haben, immer mit dem Ender killen. Und noch andere Viecher, wenn ihr Skulls haben wollt, aber das ist erstmal unwichtig. Und unser Steel Sword im Standardmodus. Heißt, Tiere können wir mit dem Skull töten, mit dem Steel Sword töten. Bei Nacht hingegen können wir mit dem Ender rumlaufen und andere Viecher mit dem Ender töten. Tolle Sache. Und außerdem kann ich meinen Ruby Pick normal benutzen, aber wenn ich mal die Alchemy Pick für etwas brauche, kann ich sie umschalten. Das ist der Traveler's Belt. Super geile Sache. Der Knapsack, seht ihr schon, fügt einen weiteren Tab hier oben hinzu. Sodass ihr einfach hier reinschalten könnt und dort Sachen reinlegen könnt. Also einfach gesagt eine Inventarerweiterung.
Eine letzte Sache noch. Wenn ihr sterbt, geht alles, was in eurem Inventar ist, auch ins Grave. Das heißt, ihr kriegt auch diese ganzen Sachen ins Grave und alles, was im Knapsack ist, geht ins Grave. Heißt, wenn ihr also euer Grave abbaut, also euer Gravestone, euer Grab, wenn ihr das auf Deutsch habt, dann bekommt ihr auch den Inhalt des Knapsacks in euer normales Inventar, bis ihr halt den Knapsack wieder equipped habt, also halt hier in den Slot gepackt habt und wieder alles extra reingeschmissen habt. Außerdem könnt ihr den Knapsack nicht sortieren, aber das ist eigentlich relativ unwichtig. So, dann packe ich nochmal kurz alles weg. Nicht das. Das sind Mob-Drops und sonstige Drops. Das ist auch noch ein Drop. Miniature Red Hearts übrigens, wenn ihr die mal findet, die sind auch relativ, ist also ziemlich selten und die solltet ihr auch immer mitnehmen. Wenn ihr das mal als Drop bekommt, nicht wegschmeißen, die sind selten. Nicht essen, denn das ist zwar 10 Herzen neu, aber wenn ihr nicht gerade eure 10 Hardcanners kennt, dass die ihr haben könnt, hier, habt, dann solltet ihr das nicht machen. Dann könnt ihr jetzt auf den Traveler's Glove Redstone draufschmeißen. Also wenn ihr Redstone habt, könnt ihr auf euren Traveler's Glove mit dem Toolforge Redstone machen. Das Teil hat 4 Modifier A100 Redstone. Jedes bisschen Redstone gibt euch Haste. Und damit baut ihr mit jedem Tool schneller ab. Das heißt, wenn ihr den Traveler's Glove voll aufgewertet habt, sind alle eure Tools schneller. Und nicht nur eure Hand. Also ihr könnt auch mit der Hand dann Erde abbauen, als würdet ihr es mit der Schaufel machen. Und halt, ihr könnt auch mit den anderen Tools schneller sein. Soweit ich weiß, ich bin mir nicht mal sicher, ob es ein anderer Tools aus ist, finde ich jetzt ziemlich wahrscheinlich, dass es so ist. Ja, jedenfalls, ich finde das eine sehr schöne Sache, diese Rüstung. Und halt auch den Glove. Was ihr mit der Rüstung könnt, ist, ihr habt die Traveler's Goggles. Die könnt ihr einmal zoomen. Standardmäßig ist es eine andere Taste, die seht ihr aber hier mit Zoom, mit Tab. Ich weiß nicht, was das Standard ist. Hier ist es, glaube ich, Z ist Standard. Heißt, standardmäßig für Z zoomen. Ich habe Tab, weil Optifine und so hat auch Tab. Ich habe zwar nie mit Optifine viel gespielt, aber trotzdem ist Zoom für mich Tab, sonst benutze ich es nie, weil es einfach zu weit weg ist. So kann ich hingegen schnell mal ein bisschen zoomen. Dann haben wir außerdem eine Toggle Ability. Die wird noch besser, wenn wir das Ding noch ein bisschen aufgewertet haben, aber jetzt schon funktioniert sie, und zwar Night Vision. Ihr kriegt es aber nur für 15 Sekunden und dann lässt es nach und es ist aus. Und dann könnt ihr es auch wieder ausschalten, wieder anschalten, dann wieder 15 Sekunden. Aber ihr müsst es halt durchgehend an- und ausschalten, damit ihr es durchgehend dann, durchgehend Night Vision habt. Es gibt später noch, wie den gesagten Upgrade, dann habt ihr komplett durchgehend Night Vision, wenn ihr es anschaltet. Aber erst einmal könnt ihr jetzt kurzzeitig Night Vision aktivieren. Dann haben wir die Traveler's Vest. Die ist einfach nur geil. Damit gehen wir jetzt einfach mal nach unten. Und ins Wasser. Und ihr seht, ich schwimme viel schneller als vorher. Das macht die Traveler's Vest. Swift Swim. Ihr seht, ich schwimme unglaublich schnell. Ich schwimme einfach so schnell, als wie ich vorher geschwommen bin, im Squid Morph. Das heißt also, ja, als Squid halt, als Tintenfisch. Dann haben wir die Traveler's Wings. Die erlauben euch einen High Jump. Das heißt, ihr habt zwei hohe Blöcke Sprung. Nicht nur einen Block, sondern zwei hohe Blöcke. Zwei hohe Blöcke, egal. Jedenfalls, ihr könnt zwei Blöcke hoch springen. Und zuletzt noch die Traveler's Boots haben High Step, das heißt endlich Apple Step Assist. Heißt, ihr könnt einen Block hochlaufen, hier, ohne zu springen. Ich drücke nicht auf die Sprungtaste, ihr könnt einfach da hoch. Und mit Springen könnt ihr halt dann zwei Blöcke hoch. Hätten wir jetzt noch Smart Moving, könnte ich dann jetzt schon vier Blöcke hochkommen, aber ja, das lassen wir mal, wir haben hier kein Smart Moving. Und ich werde es auch nicht installieren, denn in Darauf Sandy Pack gibt es andere Overport-Möglichkeiten. Ja, ich weiß, dass man für meine Lernen Redstone-Signal an Hopper geben kann, um ihn auszuschalten. Denn man sollte nicht unbedingt Kupfer und Silber mit zusammenmischen mit Gold und Zinn. Naja. Jedenfalls, das ist unsere Travelers Rüstung. Nach und nach werden wir sie immer weiter aufwerten, umso mehr Zeug wir bekommen. Momentan kann ich, glaube ich, noch nichts an wirklichen Upgrades machen, denn die Upgrades, die ich machen möchte, wobei doch eine Sache können wir machen. Wir haben in Massen Slimes, denn wenn wir mal auf die Karte gucken, mal sehen, wenn ich jetzt mal rausgehe, dann gucken wir mal auf die Karte. In der Nähe von meinem Standpunkt ist irgendwo, wo ich es anscheinend nicht sehen kann. Scheiße, sind die nicht auf der Karte abgebildet, weil ich bin blind. Jedenfalls ist irgendwo immer in der Nähe einer sogenannten Slime Island. Diese Slime Islands schweben einfach in der Luft herum und auf denen spawnen relativ viele Slimes. Wenn wir jetzt mal gucken, ich glaube dort hinten ist sie irgendwo, man sollte sie von hier aus irgendwo sehen können. Na komm, da.
Da oben ist ein Slime Island, das Ding. Das ist ein Slime Island. Und wie gesagt, die Dinger, die da drauf spawnen immer Slimes. Deswegen sind hier unten relativ viele Slimes und ich habe relativ viele Schleimbälle. Also eine super praktische Sache, wenn ihr irgendwann mal ein Jetpack habt und Slimes braucht, einfach da hochfliegen, kriegt ihr Slimes. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir brauchen noch ein bisschen Redstone. Den würde ich übrigens noch nicht verschwenden für das Haste Upgrade, denn ich brauche es noch nicht. Und ich hätte gerne zwei Congealed Slime. Mit zwei Redstone wandeln wir die zu Slime Channel um. Übrigens, Slime Channel sind eine super Alternative, wenn ihr Wasser, eine super Alternative für Wasser, denn sie ist halt, sie schmilzt auch Items durch die Gegend, dass wenn ihr da ein Item reinschmeißt, wirkt es wie Wasser, schiebt das Item halt an sich entlang, aber wie man da sieht, ist es halt direkt. Heißt, ihr könnt das irgendwo hinsetzen und könnt damit Items transportieren, wenn man sowas denn bräuchte. Also ihr könnt es benutzen, um Items zu transportieren, wie mit Wasser. Brauchen wir nicht, wir haben Conduits, aber nur mal so, um es gesagt zu haben, dafür sind Slime Channels da. Und dann machen wir auf die Slime Channels nochmal zwei Slime Bosse und dann haben wir Bounce Pads. Bounce Pads sind cool. Sie schmeißen euch in eine Richtung, wenn ihr darauf springt. Und zwar die Richtung, in die der blaue Pfeil hier zeigt. Das heißt, dieses blaue Ding zeigt euch, in welche Richtung ihr springt. Wenn ihr also da rangeht, springt ihr in die Richtung. Und nicht in die andere. Ihr könnt nicht in die andere Richtung springen. Lustige Sache, dieses Bounce Pads, finde ich. Dann machen wir uns davon nochmal zwei. Ich habe mich ganz vergessen, dass wir noch zwei brauchen. Noch zwei Slime Channel und zwei Bounce Pads. Und was wir jetzt machen, ist, wir machen unsere Bounce Pads an die Seite, nehmen uns unsere Traveler's Boots und werten sie auf mit Slimy Souls. Und zwar gleich zweimal und dann haben wir keine Modifier mehr übrig. Ihr seht, wir haben jetzt keine Modifier mehr übrig, wir haben Slimy Souls 2. Slimy Souls 2 erlaubt es euch, ich glaube, 9 Blöcke tief zu fallen, bevor ihr Schaden kriegt. Jedenfalls unglaublich. Es ist wie Featherfall aus Vanilla. Nur halt mit Slime. Und ich glaube, ihr könnt, ich weiß nicht, wie tief ich fallen kann. Ich glaube, es sind 9 Blöcke. Ihr seht, ich habe gerade mal einen Schaden bekommen. Von der Höhe wäre ich ansonsten, naja, ein bisschen mehr gedamaged, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie viele Blöcke ich genau runterspringen kann, aber ich glaube, es sind 9 oder 10, die ich springen kann. Ich glaube, beim 9. und dann beim 10. kriege ich Schaden. Ich glaube, so in etwa war das. Ihr seht, ich kann von dem Baum runterspringen und auch nur einen einzigen Schaden zu bekommen. Später holen wir uns auch noch sowas wie Double Jump und sonstige Rüstungs-Upgrades. Aber erstmal wird das genügen, was wir jetzt schon haben, denn ich habe nichts weiter zu benutzen können. Hab einfach nichts. Ich habe die Ressourcen noch nicht, um weiterzukommen. Aber das ist ja schon mal eine schöne Sache. Wir haben unsere Traveler-Rüstung. Dann noch als letztes den Hangglider. Der Hangglider ist auch eine super coole Sache. Ihr könnt Rechtsklick machen mit dem und dann seht ihr, wie er aus eurer Hand verschwindet. Wenn ihr wieder rechtsscrollt, habt ihr wieder eure Hand. Wenn ihr den Rechtsklick geklickt habt und jetzt in die Luft springt, seht ihr, dass wir an dem Hangglider durch die Gegend gleiten. Und jetzt ist es auch richtig, wenn ihr mal mein Custom Pack gesehen habt, wie grottenschlecht es dort aussieht und wie die Travelers Rüstung mir da auch nicht folgt. Die glaube ich dann irgendwie so. Die Travelers Rüstung steht immer so gerade. Und ich drehe mich dann immer in der Traveler-Rüstung. Und wenn ich den Hangglider da anhabe, ist es noch schlimmer. Das sieht dann einfach nur noch ganz schlimm aus. Aber, da wir jetzt kein Smart Moving drin haben, ist es halt ein bisschen schöner vom Rendering her. Jetzt sieht man auch, wie ich mich bewege. Ja, jedenfalls, coole Sache. Hangglider. Und, wichtig ist nur, wenn ihr den Hangglider benutzt, wenn ihr scrollt, fallt ihr. Also, wenn ihr mal scrollen solltet, platsch. Ihr seid weg. Nicht also scrollen. Das ist eine sinnvolle Sache. Wenn ihr nicht scrollt, ist alles gut. Tolle Sache. Und das Ding ist schnell. Im Gegensatz zu den vorherigen Versionen ist es so, wenn ihr jetzt Shift drückt. Oh, ihr werdet schneller. Okay, dann ist es ein Bug wieder mal mit Smart Moving. Mit Smart Moving werdet ihr langsamer, aber anscheinend ist es hier so, dass wir nochmal schneller werden. Also haltet Shift, um nochmal schneller zu werden. Und ihr seht, wir zischen hier mit einem Speed durch die Gegend, der einfach unglaublich ist. In Smart Moving, wie gesagt, ist es, mit einem Custom Pack, was gibt es noch ein Custom Pack? Ich glaube, es ist Smart Moving. Das ist halt wieder mal macht, wenn ihr Shift drückt, werdet ihr auch wirklich nur langsamer und nicht schneller. Aber in dem Falle hier ist es so, mit Shift werden wir schneller und das ist natürlich cool. Also Shift gedrückt dann, um schneller zu fliegen, aber natürlich auch weiter nach unten zu, also schneller nach unten zu kommen. Und wenn ihr übrigens jetzt ein Jetpack hättet oder ein Pferd oder sowas, dann könnt ihr jetzt schon unendlich lange fliegen. Aber das kann ich noch nicht. Hauptsache, ich habe meinen Hangglider, also das reicht mir erstmal. Dann als letzte Sache möchte ich jetzt noch das hier und dann drei Eisen nehmen. Deswegen hatte ich die drei Eisen noch dabei. Und mache damit ein Carpenter's Hammer.
Ich habe eine Config-Option drin, dass das Ding nicht kaputt geht, deswegen geht es bei mir nicht kaputt. Bei euch wird das kaputt gehen, wenn ihr nicht gerade die Configs aus meinem Custom Pack für Star Wars 20 nutzt. Aber was ihr jetzt damit machen könnt, ist, ihr könnt Rechtsklick auf eine Pressure Plate machen und könnt einstellen, auf was ihr aktiviert. Und ich sage Only Activate for Players. Ich glaube, es ist sogar die Standardeinstellung nach dem, was ich gesehen habe. Trotzdem mache ich es nochmal extra. Die Carpenter's Door stelle ich so ein, dass sie sich benimmt wie eine Eisentür. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr rechtsklicken. Ihr wird nur noch von den Pressure Plates geöffnet. Und ihr könnt mit Rechtsklick den Look ändern. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, hey, die soll einfach mal komplett unsichtbar sein. Sieht gar nicht so schlecht aus. Oder wir sagen einfach, sie soll ein bisschen mehr Zeug haben, ein bisschen weniger. Ein Gitter, was vielleicht ganz gut passt. Ich würde sagen, das Gitter passt ganz gut. Also nehmen wir ein Gitter. Erstmal. Später machen wir uns natürlich noch eine schönere Tür und dann wird das Gitter sinnlos sein. Obsolet, wie man so schön sagt. Tolles Fremdwort, obsolet. Naja, was ich jetzt jedenfalls machen möchte, ist in den Nether gehen. Und dafür brauchen wir natürlich jetzt unser Feuerzeug, das ich schon gemacht habe. Und ich hätte außerdem gerne meine 10 Obsidian, die wir haben. Und wo baut man ein Nether-Portal hin? Ganz einfach, möglichst nicht dahin, wo es in der Nähe ist, denn sonst ist es einfach nur laut. Was ich gerne machen würde, ist diesen Gang später 3x3 ausbauen und besser machen. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich mein Portal später versetzen werde, aber ich glaube, hier ist ja Mistkraft ins Dritte, das ist auch gar nicht so schlimm, ich baue sowieso bald ein Dingens rein, also ein Buch zum Nether. Und deswegen machen wir das Portal einfach mal hier hin. Das sollte reichen von der Entfernung her, dass es leise ist. Ach, das wollte ich ja schon hingehen. So. 2, 3. Und so. Und dann 10 boxes the magical total. That's enough for building my portal. Zack. 10 Blöcke und ein Flintenstiel. Das Problem ist jetzt, ich bekomme noch immer nicht mein Achievement. Ich habe extra übrigens zum Achievement Farm noch mein Delicious Fish Achievement mir geholt, als eine Angel gecraftet und mehr Fisch geangelt, aber ich habe noch nie Diamonds abgebaut. Somit kriege ich also auch noch nicht das Achievement We Need to Go Deeper. Was mir aber scheißegal ist, denn das kann man jederzeit bekommen. Denn das Achievement heißt nicht, dass man den Nether Portal anmachen muss, sondern dass man einfach durch das Portal geht. Und das kann ich auch noch später machen. Also durchs Portal gehen und yay! Mal sehen, was wir für ein Nether bekommen. Ich bin überrascht. Oder gespannt wurde er, nicht überrascht. Und wow. Gar nicht so schlecht. Ich muss nicht 3 Jahre laufen, bis ich zu dem ersten Lavasee komme. Und was sind das nochmal für Dinger? Wie sind das diese... Ah, die sind lustig. Wenn ihr die einsetzt, kriegt ihr Jump Boost. Und ihr könntet auch Slowness, glaube ich, bekommen. Aber in meinem Fall ist es jetzt Jump Boost. Cool. Und ihr bekommt halt beides. Und bekommt ihr erstmal Slowness und dann Jump Boost. Und Alter. Zombie pickt meine Angriffe, Alter. Na komm, lad mal ein bisschen was. Ich sagte, lad was. Naja, egal. Jedenfalls, wir sind in einem Undergarden-Biom. Balance of Plenty fügt nämlich auch neue Generierungen in den Nether ein. Vor allem aber auch Natura, das fügt noch viel mehr Generierungen ein. Deswegen findet ihr übrigens jetzt auch Overgrown Netherrack aus Balance of Plenty. Erstmal wird jetzt uns die World Chance ziemlich killen. Die Viecher dort hinten solltet ihr meiden, das sind Nitro Creepers, die explodieren innerhalb von, ich glaube, ein Viertel der Zeit von einem normalen Creeper. Auf jeden Fall halt unglaublich schnell und das laggt wieder mal extremst. Ja. Was ich hingegen suche, sind ganz andere Sachen. Und was war das jetzt? Das war nichts Schönes. Na, mal sehen. Zombie Pikmin sind nicht die einzigen Viecher. Ich glaube, ich habe doch gerade eben... Endermini. Was hast du denn hier, du Mistviech? Die Viecher sind unglaublich stark. Passt also auf die auf. Wir nehmen uns unseren Ender und... 2 Hits und ich bin tot. Ja, Endermini sind stark. Naja gut, gehen wir mal wieder zurück und ja, gucken uns mal, was wir so bekommen können. Ich bin gleich wieder da, wenn ich das gefunden habe, was ich eigentlich möchte im Nether. Und da haben wir auch schon das erste Material, was ich haben möchte, und zwar Ardite. Ardite könnt ihr nur mit Kobalt abbauen. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz hinsetzen. Was sag ich mit Kobalt? Ich höre, ich lenke. Ardite könnt ihr nur mit Harvest Level Kobalt abbauen, das heißt nur mit unserer Alchemite Pick. Mit unserer Ruby Pick können wir es nicht abbauen. Also Alchemite oder Steel sind die einzigen Dinge, die Ardite und Kobalt abbauen können.
Und Kobalt ist das, was ich immer jetzt noch suche, denn... Ah, das bringt mir eigentlich gar nichts. Ey! Ey! Mistviecher von Spinnen. Und mein Deathpoint sollte ich vielleicht mal wegmachen. Und ich sollte einen für mein Portal kreieren. Na egal. Mache ich gleich nochmal. Ja. Jedenfalls, ich suche nochmal das zweite Zeug, was wir brauchen. Und ups, da sollte ich nicht runterfallen. Ordentlich mit der geilen Rüstung, die wir haben. Ja, also wirklich fern von den Endermen-Mies und ja, ich bin gleich wieder da, wenn wir soweit weitermachen können. Na, ich gehe nochmal runter zum Portal und erstellen Waypoint. Boing, boing. Diese Rüstung ist overpowered bis Slimy Souls 2. Bis gleich. Und da haben wir schon das zweite Erz, ein bisschen auffälliger und leichter zu finden, und zwar ist das Kobalt. Und auch das hat einen Arbeitsstapel von Kobalt, logischerweise, und schließlich ist es ja Kobalt. Also, wow, das sollte euch nicht passieren. Da müsst ihr echt vorsichtig sein, wenn ihr Apple-Step-Assist habt, dass ihr nicht aus Versehen runterfallt. Und auch mit der Spitze geht es relativ schnell, dass ihr nicht aus Versehen etwas abbaut, was ihr nicht haben wollt. Also, ich würde sagen, damit haben wir einen gar nicht so schlechten Aufhörpunkt erreicht. Wir sind im Nether. Ich kann endlich Kobalt und Adat abbauen. Und vorsichtig sein, Pikmin, sonst läufst du noch in meine Spitze rein. Und auch wenn diese Folge jetzt ein bisschen kürzer ist als die sonstigen, würde ich sagen, dass das für diese Folge reicht. In der nächsten Folge werden wir dann das Kobalt und Adat, was ich zwischen den Folgen auf jeden Fall sammeln werde, und zwar in Massen, für einen guten Zweck benutzen. Das heißt, mal sehen, wofür ich das genau benutze. Das werdet ihr dann ja sehen. Es ist wahrscheinlich schon relativ offensichtlich, aber trotzdem lasse ich es für diejenigen, die es doch noch nicht wissen, als ein Geheimnis. Was ich vor allem brauche, ist Kobalt, weniger Adat, denn Kobalt ist halt schnell, aber mehr verrate ich dann jetzt auch nicht, denn ja, mal sehen. Auf jeden Fall, ich werde dann jetzt auch erstmal ein bisschen Kobalt sammeln. Ich verabschiede mich von euch für diese Folge und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Fit the Beast, Tower of 20 Pack mit RSGE. Tschüss!